Hare Krishna, herzlich willkommen zu unserem Balarams Erscheinungstag heute. Wir haben heute keine Abhishek, aber irgendwie, ich habe heute im Shivatma auch, wir haben hier so den Boden gewischt und ich habe ein bisschen mal das Badezimmer sauber gemacht und habe dabei eine Lecture gehört. Und plötzlich wurde in der Lecture gesagt, der Tempel ist eine Erweiterung Balarams. Dann dachte ich, okay, ich bade jetzt Balaram. Ich mache eine Abhishek. Ja? Und ja, also Balaram erweitert sich tatsächlich in alles, in allem oder in alles? In alles. In alles, was Krishna in seinen Spielen unterstützt. Und Srila Prabhupada sagte einmal, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Genießer Gottes ist und Sri Balaram ist die höchste Persönlichkeit Gottes als Diener. Und er ist sozusagen der erste Diener, er hat eine dienende Haltung. Krishna hat natürlich auch eine dienende Haltung, aber in Krishna kommt der höchste Genießer wie in keiner anderen Form am meisten zum Ausdruck. Und Balaram unterstützt ihn. Wir sehen es zum Beispiel, als Krishna über die Yamuna getragen wurde von seinem Vater Vasudev. Da erschien Balaram, es hat sehr stark geregnet, als Anantashesha mit vielen Häuptern, eine Art Kobra mit ganz vielen Häuptern, aber eine ganz gutmütige Kobra. Also das ist die einzige Kobra, tausendköpfige Kobra, vor der man nichts zu befürchten haben braucht, wenn man sich dann bei Balaram, wenn man bei ihm Zuflucht sucht. Und diese Häupter schützten dann Vasudeva und Krishna, der als Baby in einem Korb, so wird es zumindest oft auf Bildern gezeigt, über den Fluss brachte, schützte diese Form Balarams als Anantashesha Krishna. So, und dann sehen wir auch, als Krishna dann sich erweitert, er erweitert sich erst in Balarama, dann von Balarama kommt die sogenannte Chaturvyuha-Erweiterung. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna und Aniruddha. Und diese Chaturvyuha-Form erweitert sich irgendwann in die drei Vishnus. Wer von euch kennt die drei Vishnus? Gabo, Dakashai Vishnu, Vielleicht Shiro, Dakashai am besten in der richtigen Reihen. Mahavishnu, Wer ist der Erste in der richtigen Reihen? Mahavishnu Okay. ist der Gabo. Gabo, Dakashai, Vishnu und ja, dann Chiru, genau. Dakashai, Vishnu. Richtig, genau. Die Und wir sehen auch, Inkarnation, also die Erweiterung von Mahavishnu. genau. Und wir sehen auch als Gabo Dakashai Vishnu dann hier auf diesem Universum oder auf diesem Wasser, das das Universum zur Hälfte füllt, dann sich niederlegt, sehen wir auch, dass wieder Balaram erscheint als Anantashesha und zwar als das gemütlichste Schlangenbett oder was? Also wir kennen ja diese Wasserbetten. Wer hat schon mal auf einem Wasserbett geschlafen? Ich habe im Moment ja Hydromassage auf dem Wasserbett. Das ist so genial. Wow, also sogar mit Massage. Ja, da werden so Strahlen, Wasserstrahlen dann von unten dann an deinen Körper gestrahlt also, und dann halt von oben nach unten und wieder zurück. Und das ist der Hammer. Und du bist traurig, wenn du da wieder runter musst. Ja. Genau. So, Gabo Dakashai Vishnu, da ist das auch alles. Anantashesha weiß genau, wo er seinen Huppel gerade machen soll. Und dann ist ja noch das Wasser. Das hat auch noch so einen Schaukeleffekt. Also wir sehen hier wieder, die Menschen versuchen,
mit allen Möglichkeiten einen schönen Schlaf zu haben, müssen dann aber, wenn die Zeit rum ist, von dieser Massageliege wieder runter. Aber wenn Krishna richtig schön genießen möchte beim Schlafen, dann hat er auch hier wieder die Nase ganz weit vorne. In Kathmandu ist ein wunderschöner Reti auf dem Mahavishnu, der Vishnu, der ja, das aber nicht. Da kannst du rumlaufen. Ganz genau. Und das soll wohl mal, so heißt es in der alten Legende, ein Geschenk Krishnas direkt an den König von Nepal gewesen sein. Und der war jahrelang, also jahrhundertelang verschüttet und der ist dann erst vor etwa, weiß nicht, 100 Jahren, glaube ich, auch entdeckt worden, 150 Jahren wieder entdeckt worden. Aber er ist riesig und er liegt im See, genau. Da ist Wasser außen rum. Genau. Und es ist selten, dass man da drauf darf. Hast du den mal gesehen? Ja. Wer hat den gesehen? Ich war auch mal da, ja. Ich habe den in der Dokumentation mal gesehen. Das ist wunderschön. Der ist richtig riesig. Also riesig. So 6 Meter lang und 4 Meter breit und so ein richtiges großes Schneidwerk, wo man frisch drauf liegt. Aus einem Monolith. Aus einem schwarzen Granit wahrscheinlich. Keine Ahnung, was das für ein Stein ist. Und keiner weiß, wie der dorthin gekommen ist. Wie der angefertigt wurde. Das ist also heutzutage ein 3D-Drucker. Nein. Auf jeden Fall. Mystisch auf alle Fälle. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ihr kennt die Leute, die mit so einem T-Shirt rumlaufen. Adidas. Mhm. Eigentlich dürfte nur einer dieses T-Shirt tragen, nämlich Balaram. Der erste Diener, ja. So, und ja, auf diese Weise können wir sehen, wie Balaram Krishna unterstützt. Es wird auch beschrieben, dass er die Schuhe, sich als die Schuhe manifestiert, als der Schirm, als die Mridanga, sogar als die Flöte. Dann hat er noch einen Flug, genau. Und eben auch der Dharm, also wo Krishna dann seine Spiele ausführt, der Dharm, das Land, ist auch eine Erweiterung von Balaram. Er kriegt nur eine Uhr, die miteinander. Und wenn man sein Heim, ja, wenn man sein Heim wirklich als ein Zuhause Krishnas betrachtet, ja, das ist die große Kunst. Wir oft fallen in diese Illusion, das ist mein Zuhause und naja, dann stelle ich da mal irgendwo einen Altar hin, Krishna ist ja auch noch da, ja, dann stelle ich ihn da mal hin, das ist mein Zuhause, das ist dein Zuhause, was hast du denn da hinten in der Ecke? Ja, da habe ich einen kleinen Altar in meinem Zuhause. So, wenn wir dann dieses Zuhause sauber machen, machen wir keinen spirituellen Fortschritt. Weil wir denken die ganze Zeit, ich mache mein Zuhause sauber. Aber in dem Moment, wo man, heute hatte ich das für 3,3 Minuten und 10 Sekunden, hatte ich das erste Mal in meinem Leben diese Eingebung. Wenn man wirklich sagt, okay, vielleicht ist es wirklich Krishnas Zuhause. Zumindest heute, an Balarams Erscheinungstag, stelle ich mir einfach mal vor, dass das wirklich Krishnas Zuhause ist. Und plötzlich, du machst irgendwas sauber, ne? Du machst Balaram sauber, weil Balaram stellt das alles zur Verfügung. Das sind ein paar Gedanken über diesen Erscheinungstag und wir können ja vielleicht nachher nochmal eine kurze zweite Runde da nochmal starten, aber dass wir zumindest schon mal wissen, warum wir uns hier heute versammelt haben. Manche sind sehr weit gereist. Victoria und Azad sind ganz aus Paderborn gekommen. Durch den Sommerstau haben sie sich durchgekämpft. Nicht nur heute, auch letztes Mal, wo wir vorbeigekommen sind, war auch Sommer. Und war nicht Freitagnachmittag, aber es war mit Unfall, mit Stau, mit Umland und so. Dann habe ich heute, war ich ein bisschen aggressiv und meine Frau meinte, Azad, wir gehen zu einem heiligen Ort. Den heiligen Menschen, meinst du, der Weg dahin ist einfach? Nein, das hat mich motiviert. Genau. Andere sind noch von weiter gekommen. Debugiri ist ganz aus Odisha heißt Odisha. Das. Odisha. Und
Pervir ist aus Pakistan. Er ist aus Pakistan gekommen. Und Sunil ist sogar ganz von New Delhi gekommen. Rechtzeitig noch gelandet hier. Wir haben ihn noch rechtzeitig vom Flughafen abgeholt. Müssen dann aber, wenn die Zeit rum ist, von dieser Massage. Namaste. Namaste. Anagraha. Anagraha. Namaste. Namaste. Mushala Yudha. Mushala Yudha. Namaste. Namaste. Revati Kanta. Revati Kanta. Namaste. Bhakta Vatsala. Namaste. Bhakta Vatsala. Shri Balaram Ki Jai. Namaste. Namaste. Dharani Dhara. Dharani Dhara. Namaste. Namaste. Balanang Shrestha. Balanang Shrestha. Pralambare. Pralambare. Namaste. Namaste. Namaste stu ehi. Namaste stu ehi. Mang Krishna. Mang Krishna. Purvaja. Purvaja. Shri Balaram Prabhu ki jai. In die Übersetzung. O Shri Balarama, der du die Pflugschar trägst, ich erweise dir meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Ich erweise dir meine Ehrerbietungen, der du die Keule schwingst. Ich erweise dir meine Ehrerbietung, der du der Liebling Revatis bist. Ich erweise dir meine Ehrerbietung, der du der wohlmeinende Freund deiner Geweihten bist. Ich erweise dir meine Ehrerbietungen, der du Mutter Erde stützt. Ich erweise dir meine Ehrerbietung, der du der Stärkste aller Starken bist. Ich erweise dir meine Ehrerbietungen, der du der Feind des Dämons Pralamba bist. Bitte komm zu mir, o du älterer Bruder Shri Krishna. Shri Balaram Mahatsava ki jai. Und Lord Nityananda, den ihr hier auf der rechten Seite seht, er ist nicht verschieden von Shri Balaram. Und auf der rechten Seite seht ihr Shri Chaitanya Mahaprabhu. Er ist nicht verschieden von Shri Krishna. Wer weiß von euch, was die vier Arten der Lilas sind, die Krishna und Balaram in Vrindavan durchgeführt haben? Es gibt vier verschiedene Arten von Lilas. Wer weiß sie? Aurora. Wo sind die Gelehrten? Ich wusste, was ist in den verschiedenen Altersgruppen? Oder den Kapiteln? Auch nicht. Ich kann euch beruhigen, ich wusste es bis heute Morgen auch nicht. Wenigstens ehrlicher Grammar. Und zwar werden Krishnas und Balarams Lilas in vier Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie ist Spaß, Freude. Es gibt viele Spiele, da ist Krishna und Balaram einfach rausgegangen morgens. Sie waren noch kleinere Kuhhirtenjungen und sie hatten die Kälber gehütet und sie waren die ganze Zeit nur albern. Wir kennen das vielleicht aus unserer Schulzeit. Ja, wir hatten so ein paar Freunde. Wir wussten, wenn wir mit denen zusammenkommen, es wird einfach nur albern und lustig. Ja, wer hatte so einen Freund früher, mit dem man immer albern sein konnte? So, und Krishna und Balaram waren auch so. Und die haben gerne, wir kennen das vielleicht auch, man hat gerne mal jemanden so nachgemacht. Zum Beispiel Sunil, habe ich Shivatma gesagt, weißt du, wer auch heute kommt? Und er sagte, nein, heute kommt der. Hari Bol, Shivatma, how are you? Und er wusste sofort, Sunil ist es.
Und Krishna und Balaram, die sind losgegangen und die haben nicht nur Menschen nachgemacht, die haben auch Tiere nachgemacht. Und da gab es zum Beispiel einen Faun, den Faun, viele Faunen. Und wir wissen alle, diese Faunen verhalten sich auf interessante Weise. Sie erstmal ihre Schreie, ihre Rufe sind sehr, irgendwie sehr faszinierend. Und wenn sie so tanzen oder dieses Federrad ausschlagen. Und Krishna und Balaram haben das dann auch gemacht und wollten sich gegenseitig übertreffen in der Kunst, einen Faun nachzumachen. Und danach haben sie einen Affen nachgemacht. Und selbst die Faun und die Affen und die Tiere haben Krishna und Balaram beobachtet. Und an einem Punkt waren Krishna und Balaram so gut, dass die Faun und die Affen so gesagt haben, die sind ja besser als wir. So, dann gibt es die zweite Kategorie. Das sind die Lilas, die von Furcht gekennzeichnet waren. Es gab manchmal eine Situation in Vrindavan, wo die Einwohner voller Furcht gerieten. Und zum Beispiel eins der typischen Beispiele ist der Waldbrand. Plötzlich ist ein Waldbrand ausgebrochen. Und die Einwohner von Vrindavan haben sofort bei Krishna Zuflucht gesucht. Solche Situationen gab es auch oft. Dann die dritte Kategorie sind die Lilas, die von Illusion gekennzeichnet waren. So, und da gab es ein Lila, das nennt man auch Brahma Vimohana Lila. Aber in gewissem Sinne war es auch Balarama Vimohana Lila, weil, das war so, es gab den Tag, den man als Hare Krishna Balaram Jayanti kennt. Dieser Tag ist übrigens heute. Balaram hatte Geburtstag. Er war also noch klein, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Und die Eltern von Balaram, Yashoda und Nanda Maharaj, die sagten, Balaram, du bleibst heute zu Hause, du hast Geburtstag. Du gehst heute nicht mit den Kuhhirtenjungs mit, weil wir müssen dich heute besonders baden. Ein Priester will mit dir heute besondere Zeremonien machen. Ja? Und wenn die nachher wieder zurückkommen heute Nachmittag, dann feiern wir Kindergeburtstag. Ja? Und da musst du dann auch schön geschmückt sein. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht gab es sowas bei uns zu Hause auch mal. So ähnlich, ein bisschen. So, Balaram musste also zu Hause bleiben. Ein Priester machte mit ihm besondere Zeremonien. Ich weiß nicht, wie er das fand, ob er lieber mitgekommen wäre. So, die sind dann also alleine losgegangen, ohne Balaram. Das war ungewöhnlich. Haben dann ein Picknick gemacht. Radhe Marie, weißt du, was ein Picknick ist? Das ist, wenn man eine Decke auf die Wiese legt und dann tut man so Essen drauf und alle freuen sich und setzen sich so auf die Decke und essen. Und das hat Krishna zusammen mit seinen Freunden gemacht. Und Brahma, der Schöpfer des Universums, er schaute sich das alles von oben an und sagte, die machen hier immer so ein Theater um diesen Krishna, als wäre der Gott. Das ist doch nur ein Kuhhirtenjunge. Mehr nicht. Und haben die vergessen, dass ich der Schöpfer des Universums... Ich weiß, ich bin jetzt nicht die höchste Persönlichkeit Gottes, aber die machen so viel Wind um diesen kleinen Jungen und vergessen ganz, dass ich der Schöpfer dieses ganzen Universums bin. Ist er wirklich Gott? Vielleicht sollte ich das mal prüfen. Und was Brahma tat, er kam herunter auf die Erde... In einer gewissen Entfernung von dem Ort, wo sie Picknick machten, lockte er die ganzen Kälber weg. Und irgendwann merkten die Kinder, hey,
Die Kälber sind gar nicht mehr da, auf die wir doch aufpassen sollten. Das ist aber nicht so gut. Und sie ließen alles liegen und stehen und schauten überall nach den Kälbern. Brahma hatte diese Kälber nämlich in eine Berghöhle gelockt und dort in einen mystischen Schlaf versetzt. Und die waren nirgendwo zu finden. Und die Kinder verstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Und Krishna war dann auch irgendwo ganz alleine. Er schaute hinter diesem Busch, er schaute hinter diesem Felsen. Und diese kurzen Minuten nutzte Brahma, um die ganzen anderen Kinder in einen mystischen Schlafwandeltrance-Zustand zu versetzen und sie auch in diese Höhle zu locken und dort einzusperren. Die kriegten davon gar nicht mehr viel mit, sie schliefen. Und plötzlich war Krishna ganz alleine. Und Brahma wollte nämlich jetzt schauen, wie dieser Krishna darauf reagiert, was er da macht. So, und er dachte, okay, das Werk ist erstmal vollbracht. Ich gehe mal Richtung Brahmaloka, mein eigenes Zuhause auf dem höchsten himmlischen Planeten. Aber während er sich auf den Weg machte schon, nach einigen Minuten, bekam er Zweifel. Was ist, wenn Krishna doch die höchste Persönlichkeit Gottes ist? Das wäre dann nicht so gut. Ich würde, glaube ich, dann hier einen großen Fehler gerade machen. Lass mich also mal schauen, was macht Krishna jetzt? Und er kam wieder zurück. Und was meint ihr, was er vorfand, was er sah? Wer kann sich erinnern? All die Kinder haben früher genau. Olaf. Ja. Laut. Alle Kühe und Kinder waren da, weil Krishna sich erweitert hat. Genau. Sehr gut. Und zwar nicht die Kühe, das ist wichtig, weil die kommen gleich. Die Kälber. Krishna saß mit denselben Freunden wieder beim Picknicken und die Kälber grasten drumherum. Und Brahma sagte, ich habe die doch alle in die Höhle hineingesperrt und die haben dann geschlafen. Oder hat Krishna die rausgeholt? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich kann ja mal nachschauen. Und er ging zum Govardhan-Hügel und schaute in dieser Höhle nach und stellte fest, die schliefen da, die Kälber und die Kinder. Und er ging wieder zurück zu der Stelle, wo die Kinder mit Krishna picknickten, so ganz heimlich, man konnte ihn nicht sehen. Und tatsächlich, sie picknickten, die Kälber grasten. Brahma, das war schon ein bisschen zu viel für ihn. Er bekam Kopfschmerzen. Was ist denn hier los? Ich bin doch der Schöpfer des Universums, das mächtigste Lebewesen hier. Und ich verstehe nicht, was hier läuft. Mein Körper besteht aus reiner Intelligenz. Aber was stelle ich jetzt fest? So. Dann. Kann man einfach so halten. Tja. Wie ging es weiter? Krishna und die Gurken, sie packten ihre Sachen, sie riefen die Kälber und sie gingen wieder zurück nach Vrindavan, nach Hause. So, aber was nur Krishna wusste, es waren ja seine Erweiterungen. Ja? So, und dann, als die Kühe, jetzt kommen wir zu deinen Kühen, als die Kühe die Kälber sahen, was passierte dann? Wer weiß es? Die waren noch angezogener zu den Kälbern als zu ihren eigenen, weil das alles Erweiterungen Krishnas waren, die überall Krishna da verspürten. Genau. Sie leckten sie und küssten sie. Die Müttern der Gopas ging es genauso. Ganz genau. Als Krishna mit den Kindern nach Vrindavan zurückkehrte, Balaram freute sich schon, stellte aber fest, die Eltern, besonders die Mütter, sie stürmten aus ihren Häusern. Normalerweise, sie liebten ihre Kinder schon, aber Krishna war immer auch der Mittelpunkt von all diesen Kuhhirten. Aber an diesem Tag
stürmten die Eltern, die Mutter und der Vater, sie stürmten auf ihre eigenen Kinder zu und umarmten sie, wollten sie gar nicht mehr loslassen. Und die Kühe, sie stürmten vom Govardhan-Hügel herunter, als sie ihre Kälber sahen. Und Balaram sah das, ist aber merkwürdig. Und so ging das ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr lang ging das so. Am nächsten Morgen ging Balaram wieder mit Krishna und den Kuhhirtenjungen los. Aber dieser Zustand änderte sich nicht. Und zwar für ein ganzes Jahr. Wer weiß, warum das ein ganzes Jahr dauerte? Ja, die Zeitabläufe bei Brahma sind etwas anders. Da ist ein Augenstehenkampf. Also, wolltest du dasselbe sagen? Nee, ich wollte eigentlich sagen, auf dem nächsten Geburtstag zu warten. Genau. Also beide Antworten sind richtig. Die erste Antwort ist eine direkte Antwort, die das erklärt. Und die zweite Antwort ist die etwas geheimere, esoterischere Antwort. Und zwar, ihr könnt euch erinnern, Brahma kam wieder. Und diese kurzen Minuten waren auf unserer Erde wie ein ganzes Jahr. So, was dann passierte war, an diesem Tag, ein Jahr später, wer hatte da wieder Geburtstag? Wer weiß es? Balaram. Und er musste wieder zu Hause bleiben. Ja? So, und dann kam also Brahma wieder und er war so verwirrt, dass er mit seinen vier Köpfen, wir können uns erinnern, Brahma hat vier Köpfe. Brahma, Bole, Chaturmukhe, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Mahadeva, Panchamukhe, Rama, Rama, Hare, Hare. Balaram, Rama chantet immer Hare Krishna, Hare Krishna, Mahadev Shiva chantet immer Hare Rama, Hare Rama. Und diese vier Köpfe, ihm wurde schwindelig. Was ist hier los? So, als Brahma dann völlig verzweifelt war, sah er plötzlich, wie die Kinder und die Kälber, was passierte da? Was sah Brahma plötzlich? Was wurde ihm offenbart? What was revealed to Lord Brahma when he watched, full of confusion, Krishna together with his friends making picnic? Sunil, you know? No. Vishnu wurde ihm offenbart. Vishnu-Form manifestiert. Krishna manifestierte in allen Kuhhirtenjungs, sah plötzlich Brahma die vierarmige Vishnu-Form und auch die Kälber. Ja? Und dann verstand, oh, ich bin ja schon voller mystischer Macht, aber Krishna übertrifft alle mystischen Kräfte. Er hat sich in seinen Vishnu-Formen erweitert in die Kuhhirten, Jungen und Kälber. Und Brahma kam auf Krishna zu und wie ein Stock heißt es, Dandavat heißt wie ein Stock, warf er sich Krishna zu Boden und bat ihn um Vergebung und Verzeihung. Krishna, ich bin so ein Dummkopf. So, dann hat Krishna gesagt, ja, das stimmt, das stimmt. Das war nicht so schön. Ich war ein Jahr lang von meinen Freunden und von meinen Kälbern getrennt. Hol die mal schnell aus der Höhle wieder heraus. Ne? So, dann hat er sie wieder herausgeholt und hat noch Gebete dargebracht, die man alle im Krishna-Buch oder im 10. Kanto nachlesen kann. Und dann hat Krishna gesagt, so Brahma, du kannst jetzt auch wieder gehen. Ich bin nicht wirklich, ich nehme die Gebete zur Kenntnis, aber ich war schon mal besser auf dich zu sprechen. Du kannst bitte wieder zurück nach Brahmaloka gehen. So, dann ging Krishna wieder zurück mit den echten, in Anführungsstrichen, Kuhhirten, Jungen und Kälbern. Und dann verhielten sich die Eltern und die Kühe wieder ganz normal.
Und wieder sah Balaram, dass sich etwas veränderte. Aber weil das alles immer passierte, als er gerade Geburtstag hatte, kriegte er das nicht richtig mit. So, das heißt, an dem Tag, an dem zweiten Geburtstag, ging Balaram dann zu Krishna. Irgendetwas läuft hier. Irgendetwas machst du, was ich nicht verstehe. So. Und in diesem Lila kann man sehen, dass eigentlich Balaram hat alle Attribute, alle Eigenschaften, alle mystischen Fähigkeiten wie Krishna auch. Aber hier kann man den feinen Unterschied feststellen. Krishna, Krishnas Tu Bhagavan Swayam, Krishna ist 100% Bhagavan und alle anderen Erweiterungen sind 99,999% Bhagavan. Wenn Krishna will, kann er sogar seine eigenen Erweiterungen in Illusion versetzen. Hare Krishna, Balaram, Jayanti Ki. Das war aber nur die dritte, dritte Lieder. Das vierte, aber habt keine Angst, ich werde keine lange Geschichte erzählen. Aber um den Kreis zu schließen, vielen Dank. Es gibt noch eine vierte Kategorie von Lilas. Hat jemand vielleicht eine Vermutung? Man darf jetzt einmal kurz philosophisch spekulieren. Also wir haben jetzt Alban, Furcht, Illusion. Kämpfen. Kämpfen, genau. Richtig. Super, Ramba. So, und zwar... Krishna bringt die... Krishna und Balaram bringt die Dämonen zur Strecke. So, und es wird beschrieben, dass... Der Kampf mit den Dämonen war für Krishna und Balaram wie ein Alarmwecker, ein liebevoller Alarmwecker. Als sie losgingen morgens, kam vor dem Frühstück schon der erste Dämon. Sie kämpften gegen den Dämon, brachten ihn zur Strecke und wussten, hey, dann muss jetzt der Zeit zum Frühstücken sein. Sie machten ihr Picknick. Dann spielten sie und verloren völlig Zeit aus den Augen, weil das Spielen so viel Spaß brachte. Aber dann kam ein Dämon und sie kämpften gegen ihn und töteten ihn. Manchmal ging es ganz, ganz schnell und sie wussten, Zeit zum Mittagessen. Ja? So, dann spielten sie danach wieder, vergaßen wieder völlig Raum und Zeit und wieder kam ein Dämon. Krishna und Balaram beförderten ihn in die spirituelle Welt und wussten, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Wären diese Dämonen nicht da gewesen, hätten Krishna und Balaram völlig Zeit und Raum aus den Augen verloren und jedes Mal hätte Yashoda irgendjemanden schicken müssen, um die Kinder wieder zurückzubringen. Das ist die vierte Kategorie. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Yeah.